Jetzt aber. Wow. Oh, ich habe schon gedacht, das wird heute nichts mehr. Hello. Ist noch keiner da, die warten alle auf mich. Ich muss noch ein bisschen warten. Ich hatte ja schon kurz die Befürchtung, das wird heute nichts mit uns. Aber jetzt hat's geklappt. Scheinbar guckt auch schon die erste zu. Ich versuche mal, mich selber zu suchen. Da so. Jetzt sind wir schon zwei. Haha. Hello. Guck mal, jetzt sind wir schon 5 und 6 und 7. Sehr schön. Hallöchen. Guten Abend. Ha, kurz hatte ich schon gedacht, das wird heute nichts. Irgendwie wollte er einfach nicht live gehen mit mir. Aber jetzt hat es doch mal geklappt. Guten Abend, liebe Nathalie. Hallo Heike. Schön, dass ihr euch meldet. Schön, dass ihr euch reinschaut. Ja, wir warten noch einen ganz kleinen Moment darauf, dass jemand noch dazu kommen mag. Und bei mir ist alles wie immer. Tannenbaum links. Tee rechts. Kekse daneben. Wichtel gegenüber. Hier läuft's. Und jetzt warten wir nur noch auf euch. Geschenke. Läuft auch. So einigermaßen. Das erzähle ich euch aber gleich noch. Ohren sind am Start. Hallo Karen, Huhu aus dem verschneiten Schwarzwald. Ja, auf Schnee hätte ich jetzt auch Bock. Das wäre auch richtig gut. Hallo Jeanette. Ich muss mal hier ein bisschen lesen. Also, wird ja nicht besser, wenn man älter wird, ne? Und ich habe schön mein Ringlicht, seht ihr, ne? Macht Spaß. Mit dem Ringlicht in der Brille, ja, ne? Aber das wird gehen. Also, Kommentare gibt es hier. Weihnachtsgeschichte gibt es hier. Und ich würde sagen, wir warten noch 2 Minuten und dann starten wir. Vielleicht kommt ja noch jemand dazu. Ansonsten gibt es ja in jedem Fall eine Aufzeichnung. Und wie ihr vielleicht in den letzten Wochen irgendwann schon mal gesehen habt, habe ich ja auch alle alten Weihnachtswichtel und alle alten Osterwichtel-Streams auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, damit ich eine Playlist dafür erstellen kann und man sie nicht hier mühsam in allen Beiträgen suchen muss, die ich hier dauerhaft poste, was vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht. Also, ich lade auch später dieses Live-Video hier wieder runter. Es wird hier verfügbar bleiben, aber ich werde es also zusätzlich heute über Nacht bei Facebook bei YouTube hochladen, sodass ihr es also morgen noch sehr gerne bei YouTube schauen könnt. Hallo Anja, schön, dass du reinschaust. So, noch ein Keks zur Stärkung und dann kann das losgehen. Schönen dritten Advent wünsche ich euch übrigens. Den hatten wir heute nebenbei auch schon, nachdem wir hier fast den Adventskranz abgefackelt haben. Auf einmal steht die halbe Kerze in Brand. Oh weia. So viel zum Thema Glitzer auf die Kerze. So, noch ein Schluck. Schönen dritten Advent. Ich will auch Kekse haben. Na, hier. Die guten selbstgebackenen. Bitteschön. Bedient euch. Ey, nicht den Teller leer machen, ne? Also ein Keks und Teller leer sind ein Unterschied hier. So, ich habe tatsächlich für heute 2 Geschichten vorbereitet, während eine nur aus einer Seite besteht, die ich einfach witzig fand. Ist die zweite Geschichte ein bisschen länger und ein bisschen schöner, aber ich fange einfach mit der witzigen Geschichte an und hoffe, ihr habt den gleichen Humor wie ich. Hi
Heike. Wünsche alle einen schönen dritten Advent. Dir auch, lieber Heike, schön, dass du da bist. So, Säugling im Stall gefunden, Polizei und Jugendamt ermitteln, Schreiner aus Nazareth und unmündige Mutter vorläufig festgenommen. Bethlehem. In den frühen Morgenstunden wurden die Behörden von einem besorgten Bürger alarmiert. Er hatte eine junge Familie entdeckt, die in einem Stall haust. Bei Ankunft fanden die Beamten des Sozialdienstes, die durch Polizeibeamte unterstützt wurden, einen Säugling, der von seiner erst 14-jährigen Mutter, einer gewissen Maria H. aus Nazareth, in Stoffstreifen gewickelt in eine Futterkrippe gelegt worden war. Bei der Festnahme von Mutter und Kind versuchte ein Mann, der später als Josef H. ebenfalls aus Nazareth identifiziert wurde, die Sozialarbeiter abzuhalten. Josef, unterstützt von anwesenden Hirten sowie drei unidentifizierten Ausländern, wollte die Mitnahme des Kindes unterbinden, wurde aber von der Polizei daran gehindert. Festgenommen wurden auch die drei Ausländer, die sich als weise Männer eines östlichen Landes bezeichneten. Sowohl das Innenministerium als auch der Zoll sind auf der Suche nach Hinweisen über die Herkunft dieser drei Männer, die sich anscheinend illegal im Land aufhalten. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass sie keinerlei Identifikation bei sich trugen, aber in Besitz von Gold sowie einigen möglicherweise verbotenen Substanzen waren. Sie widersetzten sich der Festnahme und behaupteten, Gott hätte ihnen angetragen, sofort nach Hause zu gehen und jeden Kontakt mit offiziellen Stellen zu vermeiden. Die mitgeführten Chemikalien wurden zur weiteren Untersuchung in das Kriminallabor geschickt. Der Aufenthaltsort des Säuglings wird bis auf Weiteres nicht bekannt gegeben. Eine schnelle Klärung des ganzen Falls scheint sehr zweifelhaft. Auf Rückfragen teilte eine Mitarbeiterin des Sozialamts mit, der Vater ist mittleren Alters und die Mutter ist definitiv noch nicht volljährig. Wir prüfen gerade mit den Behörden in Nazareth, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen. Maria ist im Kreiskrankenhaus in Bethlehem zur medizinischen und psychiatrischen Untersuchung. Sie kann mit einer Anklage rechnen, weil sie behauptet, sie wäre noch Jungfrau und der Säugling stamme von Gott, wird ihr geistiger Zustand näher unter die Lupe genommen. In einer offiziellen Mitteilung des Leiters der Psychiatrie steht, mir steht nicht zu, den Leuten zu sagen, was sie glauben sollen, aber wenn dieser Glaube dazu führt, dass wie in diesem Fall ein Neugeborenes gefährdet wird, muss man diese Leute als gefährlich einstufen. Die Tatsache, dass Drogen, die vermutlich von den anwesenden Ausländern verteilt wurden, vor Ort waren, trägt nicht dazu bei, Vertrauen zu erwecken. Ich bin mir jedoch sicher, dass alle Beteiligten mit den nötigen Behandlungen in ein paar Jahren wieder normale Mitglieder unserer Gesellschaft werden können. Zu guter Letzt erreicht uns noch diese Info. Die anwesenden Hirten behaupten übereinstimmend, dass ihnen ein großer Mann in einem weißen Nachthemd mit Flügeln auf dem Rücken befohlen hätte, den Stall aufzusuchen und das Neugeborene zu seinem Geburtstag hochleben zu lassen. Dazu meinte ein Sprecher der Drogenfahndung, das ist so ziemlich die dümmste Ausrede vollgekiffter Junkies, die ich je gehört habe. Man kann so eine Geschichte auch einfach mal in einen anderen Kontext bringen. Ne? mein lieber Wichtel, könntest du an meinen Rechner gehen und dort WhatsApp öffnen und Birgit schreiben, dass ich in Facebook live bin, unter dem Namen Stempelpalast zu finden. Die hat mich nämlich gerade in WhatsApp angeschrieben, aber ich kann nicht antworten. Anja lacht, das ist schön. Hallo Katja, schön, dass du da bist. Mehr habe ich auch nicht verpasst hier. Nee, irgendwer lacht nur. Sehr schön, sehr schön. Ihr teilt also ein bisschen meinen Humor, ja. Aber natürlich habe ich auch eine schöne Weihnachtsgeschichte. Und die teile ich mit euch jetzt. Der Raum war erfüllt von lebhaftem Stimmengewirr. Jemand hatte die weit ausladenden Fensterflügel geöffnet. Eisige, von winzigen Schneekristallen durchsetzte Luft fegte herein und ließ die jungen Leute eilends in Jacken und Mäntel schlüpfen. Bin gespannt, welches Thema er heute vorgibt. Florian Mayers Diskussionsrunden hatten in den letzten Jahren einen beachtenswerten Ruf erreicht. Nicht nur hier am Gymnasium, sondern weit über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinaus kannte und schätzte man den unkonventionellen und engagierten Pädagogen.
Wir werden es gleich erfahren. Da ist er ja. Begeisterter Applaus brannte auf, als ein großer, schlaksiger Mann mittleren Alters in das Klassenzimmer stürmte und die vollzählig versammelte 12. Klasse begrüßte. Danke, Leute. Unsere letzte Diskussionsrunde vor den Weihnachtsferien. Wie üblich, zeitlich leider eng begrenzt. Deshalb wollen wir auch gleich loslegen. Ein wenig verlegen kratzte er sich hinterm Ohr. Die heutige Themenstellung wird euch möglicherweise etwas verwundern, aber ich meine, wir sollten es trotzdem versuchen. Nur Mut, quietschte jemand. Wir stellen uns auch schlüpfrigen Fragen. Johlendes Gelächter. Florian Meyer grinste. Ein andermal gerne. Nur müsst ihr dann vorab genügend Zeit geben, um mich auf diesem mir bis dato völlig unbekannten Gebiet ernsthaft vorbereiten zu können. Die Klasse tobte. Also Ruhe jetzt. Ich gebe unser heutiges Thema bekannt. Es lautet: Was bedeutet euch Weihnachten? Was verbindet ihr mit Weihnachten? Weihnachten? Was ist das? Stille im Raum. Oh nee, ließ sich schließlich eine frustrierte Stimme vernehmen. Rundherum Kopfschütteln und enttäuschte Gesichter. Doch nicht dieses abgedroschene Seniorenabendgequatsche. Nun ja, wenn jeder dazu bereit eine fundierte Meinung hat, sind wir ganz schnell durch mit dem Bagatellthema und können vielleicht noch ein wenig über das weltpolitische Geschehen diskutieren. Von der Ablehnung, die ihm unisono entgegenschlug, schien er keineswegs irritiert zu sein. Dann mal los! Was denkt das künftige Bildungsbürgertum über eine altehrwürdige Tradition wie Weihnachten? Ich denke mir, dass Weihnachten echt scheiße ist. Wildes Gelächter und Buhrufe. Alle reckten die Köpfe nach einem leicht übergewichtigen jungen Mann, der breit grinsend auf seinem Stuhl schaukelt. Hat unser Klassenclown doch gleich mal einen richtigen Brüller gelandet. Über Florian Meyers Nasenwurzel bildet sich eine steile Falte. Ich dachte, über dieses Niveau wären wir längst hinaus. Ja. Oliver wirkte ein wenig beschämt, fasste sich aber gleich wieder. Hey Mann, Sie wissen ja aber auch nicht, wie voll krass Weihnachten bei uns abläuft. Da kommt die komplette Verwandtschaft zusammen, die ganze Nachbarschaft. In einer konzertierten Aktion fallen die bei uns ein wie die Heuschrecken und vernichten gnadenlos alles, was irgendwie ess- oder trinkbar ist. Die Klasse kugelt sich vor Lachen. Wie jetzt? Fragt Florian Meyer amüsiert. Kommt da jeder aus Gratewohl oder gibt's vielleicht doch vorher in irgendeiner Form eine Einladung? Schon, Oliver ließ seine Augäpfel rotieren. Natürlich laden meine Oma und meine Mama alle ein. Mein Paar muss auch irgendwie mitmachen, wenngleich nicht ganz freiwillig. Aber dann geht's bei uns tagelang ab wie auf dem Volksfest und meine Geschwister und ich schleppen massenweise Getränkekisten und bedienen die Herrschaften. Von wegen Fest des Friedens und der Besinnlichkeit. Oh, davon könntest du bei uns mehr als genug kriegen. Energisch hatte die sonst eher schüchterne Verena Olivers Redefluss unterbrochen. Weihnachten ist bei uns ziemlich bizarr. Es beginnt schlagartig mit dem ersten Advent. Dann verfällt meine Mutter in einen Modus, den man am treffendsten als persistierendes euphorisches Harmoniebestreben bezeichnen könnte. In diesem Erregungszustand wird dann das ganze Haus von unten bis oben masterplanmäßig durchdekoriert. Adventskränze, Engelsgeschwader und eine vollständige Containerladung Kerzen, beleuchtete Rehlein und singende Weihnachtsmänner. Jeden Tag wird gebacken und gebastelt. Weihnachtslieder, Weihnachtsmedleys jeglicher Kategorie von morgens bis abends. Sogar die üblichen Streitereien zwischen meinen Eltern werden von meiner Mutter mit fragwürdiger Diplomatie bereits im Ansatz gecancelt. So ein trautes Heim kann einen wirklich fertig machen, ulkte jemand aus den hinteren Reihen. Also ich finde, Weihnachten ist ein großartiges Fest und hat für mich eine enorm wichtige Bedeutung. Dieser Satz kam von Max. Erstaunliches Gemurmel. Aha, der Lehrer war aufgesprungen und trommelte ungeduldig mit den Fingern auf die Tischplatte. Inwiefern? Nun, ich meine halt, an Weihnachten gibt's eine Menge Geschenke und Annehmlichkeiten, schulfreie Tage und Skiurlaub. Ich habe einen Onkel und Tanten, die selber keine Kinder haben. Ersatzweise werde dann ich beschenkt. Klar gibt's noch was von Oma und Opa und natürlich auch von den Eltern. Erstaunlicherweise verläuft der Festtagsmarathon auch immer ziemlich harmonisch, weil sämtliche Reizthemen in dieser Zeit konsequent ausgespart werden. Und ein Freund von meinem Vater spendiert uns immer eine Woche Urlaub in seinem Berghotel. Das ist echt geil. Echt geil, also. Die Bedeutung von Weihnachten, echt geil. Florian Meyer wandte der Klasse den Rücken zu. Hatte er sich von diesen jungen Menschen nicht ganz andere Beiträge erwartet? Während die meisten betretene Blicke tauschten, meldete sich Erol zu Wort. Meine Familie kommt aus der Türkei. Wir sind alle Muslime. Somit ist die Weihnachtszeit für uns keine religiöse Erfahrung, sondern lediglich eine kulturelle. Denn im Islam ist Jesus nur ein Prophet, nicht aber Gottes Sohn.
Dennoch hat meine Familie die weihnachtlichen Gepflogenheiten übernommen, vor allem die kommerziellen. Heißt, wir schmücken einen Weihnachtsbaum, konsumieren Weihnachtsplätzchen und Stollen und tauschen Geschenke. Das ist bei uns genauso, fiel ihm Nina ins Wort. Meine Eltern sind tamilische Hindus aus Sri Lanka. Hindus verehren Jesus als Avatar der göttlichen Liebe. Wir feiern immer schon im Zeitraum Oktober bis November das Diwali oder Lichterfest. Dieses kann aufgrund seiner spirituellen wie auch seiner sozialen Bedeutung und Fröhlichkeit mit den christlichen Weihnachten durchaus verglichen werden. Also für mich hat Weihnachten eine ganz andere Bedeutung als für all jene, die sich bislang zu Wort gemeldet haben. Patricia war aufgestanden und wandte sich mit ernster Miene an die Klasse. Meine Eltern haben sich schon immer sozial engagiert, aber seitdem mein Vater die Kinderstation im hiesigen Klinikum leitet, hat diese einen noch viel höheren Stellenwert bekommen. Während der Advents- und Weihnachtszeit verbringen meine Mutter und ich fast jede freie Minute auf der Station und wir sammeln Spenden für die Kinder. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn schwerkranke Kinder vollgepumpt mit Medikamenten, zu schwach, um aufrecht sitzen zu können, darauf warten, dass jemand kommt, der sich um sie kümmert und sie aufmunternd und in den Arm nimmt. Patricias Mundwinkel zuckten. Und dann erst an Heiligabend. Es ist ja nicht so, dass alle Kinder Familienmitglieder haben, die für sie da sind. Manche sind an Weihnachten ganz allein. Da ist so viel Leid. Es erfüllt einen mit Demut und Dankbarkeit, wenn man selbst gesund ist und eine wunderbare Familie hat. Helfen zu können, gerade an Weihnachten, ist für mich eine große Freude. Ich weiß, was du meinst, Patricia. Felix erhob sich ebenfalls und zog dabei auch seinen Banknachbarn mit hoch. Stefan und ich sind seit letztem Jahr in der Nachbarschaftshilfe tätig. Und auch hier sind wir besonders in der Advents- und Weihnachtszeit gefordert. Aber die tiefe und ehrliche Dankbarkeit der Leute, das geht einem schon richtig nahe. Florian Meyer klopft den Burschen anerkennend auf die Schultern. Großartig, Jungs, und alle Achtung, Patricia. Eine kurze Pause entstand, in der der Lehrer seinen Gedanken nachzuhängen schien. Dann die Frage, war da nicht noch was, Leute? Weihnachten ist eines der drei Hauptfeste des christlichen Kirchenjahres. An Weihnachten wird die Geburt Christi gefeiert. Wie von einem vielstimmigen Chor kam die Antwort prompt und präzise. Lächelnd und mit einer angedeuteten Verbeugung zollte Florian Meyer der Klasse Respekt. Perfekt auswendig gelernt. Marina räusperte sich. In meiner Familie hat der christliche Glaube eine tiefe Bedeutung, was uns aber nicht davon abhält, uns stets kritisch mit der Kirchenlehre und dem Klerus auseinanderzusetzen. Spontane Zwischenrufe. Marina ließ sich jedoch nicht irritieren, vielmehr erklärte sie entschlossen, Weihnachten ist für uns das schönste Fest im ganzen Jahr, weil wir so viel Freude und Fröhlichkeit empfinden. Wir Christen feiern die Geburt von Gottes Sohn, unserem Heiland. Dass die nichtchristlichen Familien von Erol und Nena unser Weihnachtsfest auf ihre Weise mitfeiern, finde ich wunderbar, denn das ist ein Zeichen unserer engen Verbundenheit. Für mich ist es jedes Jahr aufs Neue ergreifend, wenn meine ganze Familie zusammenkommt und wir gemeinsam unterm Christbaum Weihnachtslieder singen und miteinander die Zeit verbringen. Da wünsche ich mir immer, dass das auf Dauer so bleiben möge. Und dass es diese Harmonie, diese Liebe und diesen Frieden auch in den Familien unserer Freunde und Verwandte geben sollte. Und nicht nur dort, sondern überall auf der ganzen Welt. Gerade an Weihnachten wird mir bewusst, wie dankbar wir doch alle sein müssen. Wir dürfen in Freiheit und Frieden leben. Dass das absolut nicht selbstverständlich ist, davon zeugen die vielen Krisen und Kriegsgebiete in der Welt. Deshalb sollte uns vor allem das Weihnachtsfest ein Ansporn sein, unseren ganzen persönlichen Beitrag für den Frieden der Menschheit, für den Frieden in der Welt zu leisten. In der Klasse war es still geworden. Florian Meyer nickte Marina anerkennend zu. Er war stolz auf diese jungen Menschen, auf alle, denn er wusste, dass jeder von ihnen ähnlich dachte und ähnlich empfand, selbst wenn sich einige mit übertriebener Oberflächlichkeit wappneten, um sich so vor vermeintlichen Sentimentalitäten oder auch vor Bekenntnissen bezüglich ihres Glaubens oder ihrer Gefühle zu schützen. Auch diejenigen, die anderen Religionen angehörten, wünschten sich Frieden und Fröhlichkeit und natürlich ein harmonisches Familienfest. Nun, meine Lieben, ich denke für euch interessanten Beiträge zum heutigen Thema und werde euch diesmal statt mit der sonst üblichen Zusammenfassung und Abwägung einen ganz persönlichen Ratschlag mit auf den Weg geben. Als künftige Ehe bzw. Lebenspartner und als Eltern der nächsten Generation liegt es in eurer Verantwortung, Weihnachten einen ganz eigenen Stellenwert zu geben. Ihr entscheidet, wie weit dieser von religiösen und/oder kommerziellen Aspekten geprägt sein wird. Jeder Einzelne von euch kann viel dafür tun, dass Weihnachten ein Fest der Freude und ein Fest des Friedens sein kann.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen besinnliche und harmonische Weihnachtsfeiertage. Ein Elf klatscht. Ja, ich fand die auch sehr schön und deswegen habe ich mich entschlossen, dieses Jahr 2 Weihnachtsgeschichten vorzulesen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hier so in den letzten 10 Minuten passiert ist. Heike wünscht, genau, Katja sagt, hallo in die Runde, Anja lacht. Katja sagt, schicke Fingernägel. Jawohl, ein bisschen weihnachtlich. Karin findet die erste Geschichte klasse, das freut mich. Birgit ist auch angekommen, Hallöchen, Vanessa. Guten Abend, Birgit. Dankeschön von Nathalie. Sehr schön. Ich hoffe, euch haben die Geschichten gefallen. Tanja Essmann, huhu. Beide Geschichten sind sehr schön. Vielen Dank. Bemühe mich ja jedes Jahr wieder, was Schönes für euch rauszusuchen. Irgendwann schreibe ich vielleicht mal selber. Aber bevor wir das anfangen, packen wir lieber ein paar Geschenke aus. Die zweite auch. Dankeschön, Karin. So, genau. Ich nehme hier noch so ein Schlückchen. Genau, wir starten mit dem ersten Geschenk. Das kommt von Nathalie. Die liebe Nathalie hat eine Holzkiste gestaltet. Komm mal rangerutscht. In bunten Herbstfarben. Die kann man auch aufklappen. Genau, und hier drin schauen wir uns das nochmal näher an. Es gibt hier drin ein bisschen Tee und dann gibt es hier drin eine weitere Verpackung. Wünscht ihr was, steht drauf. Und auch hier kann man noch ein bisschen Tee. Und dann gibt es noch eine weitere Verpackung. Das ist so eine. Die habe ich schon ein bisschen aufgezuppelt, damit ich sie jetzt einfacher habe. Und da drin ist da. Nichts, doch. Komm raus, du Feigling. Du musst dich jetzt zeigen, das wollen nicht alle sehen. Da. Ein LED-Teelicht. Packe ich auch artig da wieder rein. Und dann machen wir das artig wieder zu. Sehr schön. Eine Holzkiste und zusätzlich gibt es einen Sprüchekalender. 100 kleine Herzenswünsche für dich. Wollen wir mal gemeinsam reingucken? Ich schlage einfach eine Seite auf. Ich wünsche dir den Mut, zu dir selbst zu stehen, auch wenn du damit mal auf Widerstand stößt. Ich finde die Sprüche sehr gut. Ich habe auch nicht alle gelesen. Du mal rein. Liebe Nathalie, vielen Dank für deinen Beitrag. Das packen wir gleich wieder rein. Dafür habe ich ja so einen ganz tollen Wichtel. Und dann geht das auf die Reise zur Zielperson. Wie jedes Jahr verrate ich aktuell ja nur, wer die Präsente gebastelt hat, aber nicht an wen die Präsente gehen. Das machen wir später. Da werde ich vorher auf jeden Fall nochmal einen Hinweis geben und sagen, jetzt kommt die Auflösung. Wer sich also überraschen lassen möchte, kann in der Auflösung ausschalten. Es wird danach auch keinen weiteren Input mehr geben. Ich werde nur dann kurz erzählen, wer was von wem geschenkt bekommt. Und dann packen wir das Ganze wieder ein. Genau. Es waren auch ganz viele ganz artig. Es gibt aber leider jemanden, der nicht so mitgespielt hat. Das war der Chef von DHL. Der hat nämlich zu wenig Mitarbeiter, ganz definitiv. Es gibt nämlich leider 3 Pakete, die immer noch irgendwo in Bremen rumtouren. Ich bin am Samstag eine ganze Weile durch die Gegend gefahren und habe alle umliegenden Filialen abgesucht. Denn Freitag ist hier kein DHL mehr gekommen, sondern die sind gleich in die Filiale gebracht worden.
Ich weiß nur leider nicht, in welche. Daraufhin habe ich auf gut Glück am Samstag alle Filialen abgesucht. Und das hat leider nicht funktioniert. Ich muss warten, bis dann die Briefe mit den Karten kommen, wo es denn hingeht. Und die kommen hoffentlich Montag, weil angekündigt sind sie schon. Aber vielleicht kommen sie auch erst Dienstag, weil montags kriege ich hier in der Regel keine Post. Es ist im Moment also ein bisschen mühsam. Aber sie sind alle auf dem Weg. Ich habe auch tatsächlich von 2 von 3 fehlenden Paketen Fotos haben können. Sodass ich euch also gleich Fotos zeigen kann. Und bei dem 3. Paket kann ich zumindest erzählen, was drin ist. Und auf jeden Fall werden alle Pakete ihr Ziel erreichen. Ganz große Stempelpalast, Ehrenwort. Ich bringe sie sofort wieder auf den Weg, sobald sie hier sind. Und ich hoffe, dass DHL etwas besser mitspielt, dass ihr sie dann vor Weihnachten noch haben könnt. Also, ich gebe mein Bestes. Ich bin vorbereitet. Wir gucken ins nächste Paket. Das nächste Paket kommt von der lieben Jasmin. Jasmin hat vorhin schon gesagt, dass sie heute Abend leider nicht dabei sein kann. Sehr, sehr schade. Sie wird sich aber das Replay angucken und kann dann sehen, was für ein tolles Paket sie gepackt hat. Ich finde schon allein die Tüte echt schön. Aber der Inhalt, der ist also auch mindestens genauso toll. Ich schiebe das mal wieder ein bisschen zur Seite. Wir haben nämlich ein bisschen Hüftgold. Wir haben einen Block mit vielen, vielen schönen, unterschiedlichen blaufarbenen Designerpapieren. So himmelmäßig, würde ich sagen, ein bisschen. Dann haben wir, den habe ich schon gerettet, der hing eigentlich an der Tüte dran. Den hänge ich auch wieder an die Tüte dran. Das ist nämlich ein Wichtel in Glas. Süß, oder? Genau. Zusammen mit einem kleinen Anhänger, auf dem draufsteht: Von ganzem Herzen dein Weihnachtswichtel. Damit war die Tüte verschlossen. Das tue ich auch gleich wieder, wenn wir das wieder zusammenpacken. Dann haben wir hier Hüftgold zum 2. Hüftgold zum 3. Wir haben eine Gewürzmischung für Apfelkuchen. Wir haben für den Wichtel eine Karte. Die sieht so aus. Sehr süß, oder? Könnte so genau meins sein, tatsächlich. Ist auch süß, ne? Genau, dann haben wir Rezepte, noch mehr Weihnachtsrezepte. Fichi, Sechi, Mandorlati, Feigen mit Mandeln, umhüllt mit Schokolade. Sehr spannend. Ich habe mich hier schon durchgeschnüffelt. Muss ich ja zugeben. Gott sei Dank ist das alles nicht eingepackt. So kann ich nämlich gucken. So, dann haben wir hier die Himmlische Weihnachtsbäckerei, ein Adventskalenderbuch, 24 Rezepte zum Backen. Und wir haben Weihnachtsbäckerei, neue Rezepte für die ganze Familie. Und wir haben ein Explosionsbox-Maker. Also ein Scoreboard, würden wir bei Stamping Up sagen, wobei es kein Stamping Up Artikel ist, aber es ist ein Explosionsbox-Maker. Sehr spannend, mit verschiedenen Größen und Erklärungen, wie viel Papier oder welche Papiergröße man da braucht. Also das ist tatsächlich ein nützliches, cooles Tool. Vielen Dank auch an dich, liebe Jasmin, fürs Mitmachen. Bei manchen Geschenken wäre das doch, fällt bestimmt gar nicht auf, wenn die nicht ans Ziel kommen, weil die einfach hier bleiben. Dann erpresse ich Lösegeld fürs Geschenk. Nein, nein.
Dann schicke ich es weiter. So. Dann haben wir das nächste Geschenk. Das ist von mir lieben Heike. Heike hat einen ganz süßen kleinen Stern gewerkelt. Kann man so, upsi, ah, na, so, von beiden Seiten. Ganz niedlich. So aufhängen, der hier. Nein, okay. Gibt es ja weiter, ist ja gut. Dann gibt es Hüftgold. Dann gibt es hier eine Dose. Das ist aber, also das muss ich erklären. Ich habe, als ich den Karton aufgemacht habe, den Inhalt dieser Dose quer in meinem Büro verteilt. ich packe es genauso wieder ein, habe ich versprochen. Ich habe also eine meiner Dosen genommen und habe diese Sterne ja im Schweiße meines Angesichts alle wieder zusammengesammelt. Da könnt ihr sie sehen. Und werde sie oben wieder drüber kippen, wenn ich das Geschenk jetzt wieder zumache. Damit auch die neue Inhaberin sich an den Sternen erfreuen kann. So, dann haben wir eine Box für dich in weihnachtlichem Design. Ich drehe sie mal hochkant, dann kann man besser sehen. Mit Ziehlasche, sehr praktisch. Und in dieser Box drin, ich zeige das erst nochmal so, gibt es einen Kugelschreiber. Gab es. Dankeschön, lieber Wichtel. Ich zeige euch das gleich so. Einen Kugelschreiber, der mit vielen kleinen Perlchen bezogen ist. Sehr süß. Da kann man so richtig schön bunte Farben mit realisieren. Gefällt mir echt gut. Sehr schön. Noch ein Stern. Die fliegen überall rum. Genau, und eine Weihnachtskarte gibt es natürlich auch. Passend, im passenden Design. Sehr, sehr süß. Vielen Dank an dich, liebe Heike, fürs Mitmachen. Dann haben wir das nächste Geschenk von der lieben Bianca. Bianca hat eine Explosionsbox gestaltet mit Wichtel und Schneekristallen. Also nee, hier sind Wichtel und da sind Schneekristalle. Denn diese Explosionsbox geht nicht komplett auf. Ich versuche das mal in der Hand, damit ihr das sehen könnt. Denn hier fallen nur zwei Seiten. Seht ihr das? Ja, ne? Die hintere Seite ist fest. Genau, und hier vorne gibt es dann noch ein kleines Kärtchen. Hier steht wunderbare Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Und hier ist ein kleines süßes Kärtchen. Ich bin klein und unsichtbar und dennoch sind mir alle dankbar, denn noch vor Heiligabend bringe ich dir schöne Gaben. Ein Wichtel, das bin ich, so vergess mich bloß nicht. Auch niedlich. Sehr süßer Spruch. Und dann haben wir eine Tasse. This is a hand-decorated product. Color variations and slight imperfections are added to its inherent characteristics. Also, handgemacht. Und dazu gibt es ein Tee. Und wer Bianca kennt, es gibt ein Los, immer von Bianca. So auch hier und Tee, sizilianischer Sommertraum. Da kann ich dann auch im Winter mal dran riechen, ne? Total gut mitgedacht, weil in sizilianischem Sommertraum ist kein Zimt. Sehr gut. Vielen Dank für das schöne Geschenk, Bianca.
Ich reiche das hier mal durch. Schleife machen kann der Wichtel nämlich ganz hervorragend. Und dann machen wir hier weiter mit dem Geschenk von Christina. Christina hat zwei Karten gebastelt. Eine davon geht an mich. Vielen lieben Dank. Und eine zweite Karte geht an den Wichtelpartner. Das hier ist die, die ich weiterschicke. Texte lesen kennt ihr schon, ne? Machen wir hier nicht. Wir gucken uns nur an, wie die Karten gebastelt sind. Aber der Text ist eben für den Wichtelpartner. Wir haben Hüftgold. Und dann haben wir einen Adventskranz-Teelicht, nee, ohne Kranz, Adventsteelichthalter, so rum, mit einer weihnachtlichen Dekoration. Frohe Weihnachten steht drauf, man kann es hier oben öffnen und kann hier die einzelnen Teelichter entnehmen. Nicht sehr, sehr süß und man kann sie aber vielleicht nicht hier rein tun. Auch das hier ist von Christina, eine Laterne, kann man auch schlecht sehen, aber es gibt ein Licht, was da drin flackert. Ich kann es beweisen, da, aber wir machen es wieder aus, weil bei dieser Lichthelligkeit sieht man es sehr schwer. Genau, eine Laterne mit Tannenbaum und mit Elch, Rentier, Hirsch, Reh, wie auch immer. Auf jeden Fall hat es schon dunkles Geweih, also ist es schon was älter. Sehr, sehr süß. Vielen Dank, dass du dabei bist, liebe Christina. Das schieben wir hier vorsichtig weiter und packen das ganz vorsichtig wieder ein. Ich nehme einen kurzen Schluck. Ja, also das ist das mit Abstand größte Geschenk, was ich jemals beim Wichteln hatte. Ich habe gedacht, der Postbote will hier einziehen, als der hier das Paket brachte. Es gibt einen kleinen Brief dazu, den lese ich mal vorher vor. Lieber Wichtel, ich hoffe, das Geschenk gefällt dir. Die Tannenzapfen-Sternekette ist mit Blumendraht befestigt. Kann nach Weihnachten abgemacht werden, sodass man die Makramee-Leuchte das ganze Jahr nutzen kann. Wow. Ich bin sprachlos. So ein schönes Geschenk. Also, man könnte sie hier... Sie steht von alleine. Man kann sie auch an die Wand hängen. Ich drehe sie mal um, obwohl es von hinten nicht ganz so schön aussieht. Da unten könnte ein Licht rein. Man könnte sie auch an die Wand hängen oder eben irgendwo hinstellen. Und diese Kette hier, die hier dran ist, das ist die, von der Christine spricht. Müssen wir nochmal hier richtig sortieren. Von der Christine spricht, die man abmachen könnte, um es noch anderweitig zu dekorieren, vielleicht über unterjährig oder wie auch immer. Wow, ich bin sehr, sehr überrascht, sehr ob dieser Größe war. Schöne Festtage mit allem, was das Herz erfreut. Und diese Karte war auch dabei. Sehr, sehr süß. Stecken wir natürlich wieder da rein. Und sagen auch dir, liebe Christine, herzlichen Dank. Das mitmachen. Den Brief hast du schon? Sehr gut.
So. Wow. Dann mache ich mal hier aus. Dann werden wir mal zwischendurch ein digitales Geschenk einschieben. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich habe Fotos bekommen. Und ich zeige euch jetzt das Geschenk von Anja. Das ist ein Pflanzenstecker mit Sprüchen. Könnten wir vielleicht den Ringlicht einmal ausmachen? Sonst seht ihr nämlich nichts. So, wir haben einen Pflanzenstecker mit weihnachtlichen Sprüchen auf einem weihnachtlichen Designerpapier fotografiert, vermute ich. Aber ganz süß, weihnachtliche Pflanzenstecker. Und auf dem zweiten Bild seht ihr ein LED-Wachskerzen mit Sprüchen, einen Glücksstern und ein bisschen Hüftgold. Auch auf vermutlich ohne das weihnachtliche Papier, aber... genau, das ist das Geschenk von der lieben Anja. Ich sage herzlichen Dank fürs Mitmachen und hoffe, dass das ganz bald bei mir ist. So, Anja haben wir durch. Dann schieben wir die Zettel wieder ein bisschen weiter nach vorne und machen hier weiter mit dem Geschenk von der lieben Daniela. Daniela hat eine hübsche Kiste gestaltet. Gestaltet nicht, gekauft vermutlich. Ja? Wer so malen kann, der wird angestellt bei mir. Genau, eine Kiste. Ganz süß. Und hier drin klappen wir ein bisschen zur Seite. Und natürlich schauen wir hier uns das etwas genauer an. Daniela hat eine Karte gestaltet. Wichtel Post steht vorne drauf. Und das ist die Karte. Guck mal weg, weil dann ist es bestimmt scharf. Dazu gibt es aromatisierten Früchtetee, Schmusekatze. Früchte-Tee-Mischung mit Maracuja-Mango-Pfirsich-Geschmack. Riecht auf jeden Fall gut. Dann haben wir einen Wichtel. Einen Kuschelwichtel. Und ich glaube, der hat echt einen harten Körper. Also der hat auch schon ein bisschen Gewicht. Dann haben wir... Da hat sich, glaube ich, jemand in Wichtel verliebt. Guck mal hier. Wichtel-Servietten. Und wir haben hier ein bisschen Weihnachtsdeko. Resin gegossen, wenn du mich fragst. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube das. Ein Tannenbaum. Einen Hörsch und einen kleinen Stern. Sehr niedlich. Das schieben wir einfach mal so wieder durch hier. Vielen Dank an dich, liebe Daniela. Daniela wird das wahrscheinlich auch im Replay gucken. Denn Daniela hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, meine Karte ist angekommen. Und alles Liebe für dich. So, das nächste Geschenk ist von Ramona. Ramona ist begleitet und uns, mich beim Wichteln ja schon eine Weile. Freue mich sehr. Freut mich sehr, dass sie jedes Mal wieder dabei ist. Dass du jedes Mal wieder dabei bist. Auch in diesem Jahr sehr, sehr süß. Es gibt eine Karte für mich. Sehr niedlich. Ich hoffe, man kann das lesen. Stern, Stress, Frieden, O Tannenbaum, Familien, Krach, Shopping, Geschenke, Last Christmas, Jesus. Alles, was Weihnachten ist. Ne? Weihnachten rangiert irgendwo zwischen Weltfrieden und Ausraster. Mal mehr auf der einen, mal mehr auf der anderen Seite.
Die Hauptperson lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Jesus kommt an Weihnachten zur Welt mit Frieden und Liebe im Gepäck. Für uns fröhliche Weihnachten. Sehr süß. Und dann hat sie mir auch persönliche Worte noch geschrieben. Vielen lieben Dank. Und dazu gibt es einen Wichtel, der mir helfen soll. Genau, der begleitet mich und hilft mir jetzt ein bisschen. So ein bisschen eine Art Makramee-Wichtel. Ich finde ihn sehr niedlich. Vielen lieben Dank. Und das Thema Wichtel geht dann auch gleich weiter, nämlich für den Wichtel, die Wichtel. Wichtelin. Haben wir hier einen kleinen Wichtel-Anhänger. Und einen kleinen Herzanhänger in der Wichteltüte. Die ist auch süß, oder? Die Wichteltüte ist ja der Knaller. Und dann, gehe ich das hier mal wieder hin. Auch hier gibt es Tee. Zitronenplätzchen. Und Zimtstern-Orange lasse ich gleich ganz sein. Dann gibt es Lakritz. Wow, eine ganze Tüte voll Lakritz. Und dann haben wir eine Visitenkarte von dem Wichtel und eine Weihnachtskarte mit Wichtel. Das Thema Wichtel ist dies Jahr auch, glaube ich, groß im Trend. So, und dann haben wir hier auch noch ein etwas mit Licht. Das ist auch eine sehr süße weihnachtliche Dekoration. Vielleicht können wir noch mal versuchen, das Ringlicht auszumachen. Dann könnte man vielleicht von dem Mann von der Hin- oh ja. Also, es gibt Licht, aber es ist hier zu hell, als dass man das sieht. Aber ich glaube, die Beschenkte wird es zu Hause dann hinstellen und da kann man es eben auch sehen. Also hier seht ihr, da ist ganz viel Licht, aber leider eben ist es hier, dadurch, dass ich so viel Licht brauche fürs Filmen, ein bisschen zu hell. So, das überlassen wir hier meinem Wichtel, meiner Wichtelin. Und machen uns ans nächste. Das nächste Paket ist von Sonja. Hoppala. Sonja hat einen Anhänger. Ich glaube, der klebte mal hier oben drauf, weil mir ist nämlich ein Glue dort. Ich helfe mal eben aus. Zack. So. Also. Auf. Hier machen wir jetzt nicht. So. Also eine Kiste gebastelt mit einem weihnachtlichen Anhänger. Und in dieser Kiste ist eine Lichtdekoration. Habt ihr bestimmt schon gesehen, das ist dieses Jahr auch mega in. Ja, es ist schon wieder. Oh, vielen Dank. Ja, so ein bisschen kann man das erahnen, dass da was flackert. Aber, also wie gesagt, das ist dann noch der Überraschungseffekt, wenn die Beschenkte das auspackt. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ist echt eine tolle Deko. Aufgebaut auf so einem Stickrahmen und dann mit Papier. Ich mag das. Das tun wir hier vorsichtig wieder rein. Zusätzlich gibt es hier noch ein gebasteltes. Das schien mir schon mal hier durch. Hier gibt es noch ein gebasteltes. Auch sehr niedlich. Und da drin gibt es Hüftgold in einem Schokoladenaufzug. Sehr schön. Liebe Sonja,
Vielen Dank, schön, dass du dabei bist. Wir wünschen fröhliche Feld. So, dann machen wir weiter mit dem Paket von Jennifer. Jennifer. Du musst mir mal schreiben, ob du Jennifer oder Jennifer hast. Bitte, ich will das nicht falsch machen. Ich musste das Paket leider auspacken. Das werdet ihr sehen, wenn ich es... Ich packe es auch wieder ein, aber es war tatsächlich einfach wieder wie ein ganz normales Geschenk im Geschenkpapier eingepackt. Also, wenn ihr euch wundert, wer da dran war, ich war's. Aber ich habe es versucht, so vorsichtig wie möglich zu machen, damit ich das auch wieder einpacken kann. Und da gibt es einmal ein bisschen Hüftgold. Dann haben wir hier eine Karte. Merry Christmas. Und dann haben wir eine Portion Wärme mit einem Titisept Wärme für dich, verwöhnen Momente für dich und deine Haut, Orangenöl, Feige, Creme Dusche, eine Portion Kuscheln, vermutlich ist das so ein Bade, steht das nicht mal hin? Klar, ne? Eine Portion Kuscheln. Einmalanwendung. Gibt das Badesalz dem einlaufenden Badewasser. Genau. Dann gibt es Creme, Dusche und Schaumbad. Wohlige Winterwärme und hallo Herzenswärme. Und wenn man dann fertig ist mit Planschen, dann kann man sich auch noch sauber machen. Hier gibt es nämlich noch einen Badeschwamm. Ein Waschhandschuh. Ich glaube, das ist der richtigere Begriff dafür. Und dann haben wir Handtücher. Einmal ein Gästehandtuch, bestickt, und ein Duschhandtuch, ebenfalls bestickt. Sehr passend, sehr, sehr süß. Wenn ich gegen das Handtuch rede, versteht mich auch keiner, ne? Schön in herbstlichen Farben. Gefällt mir gut. Ich habe nur keine Badewanne. Aber ist ja nicht schlimm. Das einfach da drauf und dann in die Richtung. So, dann haben wir das Geschenk von Claudia. Das ist dieses hier. Claudia hat eine... Ja, ich glaube, es ist ein Briefumschlag. Aber ich, also das ist, ich habe sowas noch nie gesehen. Finde das echt witzig eingepackt. Eine Schleife gemacht. Dann kann man das aufmachen hier. Und dann kann man nämlich hier, ups, wieder reingucken. Und hier drin ist, und das ist auch so, da bin ich wirklich hart neidisch, muss ich ja mal sagen. Schau mal, hier gibt es Origami-Sterne, gerne. Natural Christmas Bastelset zum sofort losfalten. Falten mit weihnachtlichem Kraftpapier. Set aus Anleitungen und Papieren zum sofort loslegen. Aus dem Hause EMF, falls das jemand interessiert. Und hier gibt es ganz viele süße Papiere, mit denen man... Habt ihr das gesehen? Oh! Und mit rosa. Also sehr, sehr süß. Wirklich schöne Motive. Ganz toll. Und hier vorne gibt es eben auch noch Erklärungen, wie was gefaltet wird. Und dann kann man sich hinten ein Papier rausnehmen und gleich loslegen. Das finde ich mega. Sehr, sehr schön. Liebe Claudia, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich rutsche das mal weiter. So, dann haben wir ein digitales Set wieder. Ein weiteres Geschenk hat mich leider noch nicht erreicht von der lieben Karen. Da fehlt uns aktuell auch ein Foto, aber sie hat geschrieben, es ist ein winterlich geschmückter Blütenblätter-Dekoring und ein Sternteller mit Winterduftkerze. Seht ihr es?
kommt bestimmt an. Ich freue mich drauf. Ich werde reingucken, in jedem Fall. Und dann werde ich es weiterschicken. Vielen, vielen Dank, liebe Karin, dass du dabei bist, auch wenn dein Geschenk leider es noch nicht in meine Hände geschafft hat. Freue ich mich trotzdem sehr, dass du dabei bist. So, den Zettel legen wir dahin. Dann trinke ich noch mal ganz kurz ein Schlückchen. Manche Geschenke sind einfach so toll verpackt, damit sie wirklich heile hin und her kommen, dass man kaum noch dran kommt. Wir haben heute Morgen schon mal einmal alle Geschenke ausgepackt und geguckt. Und das hat heute Morgen schon. So. Das ist das Geschenk von. Ach so, von Vanessa. Ja, von Vanessa. Sehr schön. Vanessa hat eine Karte gestaltet, die finde ich ja auch mega. Ne? Und ganz ehrlich, da ist das Glitzerpapier aus der letzten Celebration, den ich immer noch hinterher traue, einfach verbastelt. Und es ist so süß. Oder? Sehr, sehr schön. Die Karte behalte ich, der Rest geht woanders hin. Mein Wichtel schüttelt den Kopf. So, hier schnüffel ich nicht drin rum. Das ist Bratapfeltee, haltbar bis 24.12.2024. Aber hier drin habe ich schon rumgeschnüffelt. Haltbar bis 25.10.2024 und der heißt Alles wird gut Tee. Ich finde den Namen schon alleine so passend. Riecht mega. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist warm, blumig, cremig. Ich würde am liebsten sofort los. Zutaten, siehe Boden. Nee, funktioniert nicht mit Boden. Aber weitere Infos. Mal gucken, was hier noch steht. Früchte-Tee-Kräutermischung. Fröhliche Früchte, wohltuende Kräuter mit Lavendel, Melisse, Kamille lassen Kummer und Sorgen im Nu vergessen. Das ist ja mein Tee, oder? Also, mega. Sehr, sehr süß. Und riecht total gut. Ach so, Entschuldigung. Wir haben eine riesengroße Tasse, damit man auch ordentlich Tee trinken kann, mit einer ganzen Menge Hüftgold drin. Und tatsächlich gibt es auch hier noch Glühweingewürz. Das stecke ich auch gleich wieder rein. Das findet seinen Empfänger bestimmt. Aber 'tis the season to be jolly steht auf der Tasse, auf dem Schneemann oben drauf. Ich schätze mal, da geht bestimmt 500, 600 Milliliter rein. Ein richtiger Kaventsmann. Also, mein Tässchen ist ein Furz dagegen. Und mein Tässchen ist schon groß. Mega. So. Ja. Ich hab den nächsten Zettel. Ich habe uns auch das dritte Geschenk nicht erreicht, aber ich habe für euch auch Fotos. Und als ich das Geschenk zum ersten Mal gesehen habe, da ist mir einfach der Mund offen stehen geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe lange nicht verstanden, dass das wirklich ein wichtiges Geschenk ist und ich bin unfassbar traurig, dass ich euch das nicht in echt zeigen kann. Bin aber gleichzeitig unfassbar glücklich, dass ich Fotos habe, die ich euch zeigen darf. Denn also, ich bin so, so, so sprachlos von dem Geschenk. sind Aufnahmen, die entstanden sind während des Bastelns. Und zwar ist das Thema, vielleicht sollte ich anders anfangen, von der lieben Birgit gibt es
das Bastelreich einer SU-Demo. Und ja, ich zeige euch zuerst ein paar Fotos und hinten dran gibt es noch ein Video. Jetzt muss ich mal eben gucken, in welche Richtung die richtige Richtung ist. Da. Also, da wird ein kleines Buch gestaltet mit Innenseiten. Dann gibt es hier ein Geschenke und ein Schneidbrett ähnliches oder so eine Bastelunterlage, so eine Schneidunterlage in Mini. Auf einem Tisch. Könnt ihr das erkennen? Ich hoffe doch. Und dann gibt es hier noch so ein Geodreieck und ein Lineal. Und naja, das hat so ein bisschen was von Designerpapier hier. Ne? Mega süß. Und ein Galax. Seht ihr das? Das ist der Wahnsinn. Ehrlich. Da gibt es hier, auf der Kiste hier steht Reste. Bastelreste, das seht ihr auch gleich im Video noch. Und dann gibt es hier Designerpapier und hier unten liegt Band. Da liegt das Band. Ich bin echt sprachlos und ich, wie gesagt, ich bin unfassbar traurig, dass das nicht hier ist. Und da ist das Bastelreich einer SU-Demo mit Kamin. Mit einem Sessel, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. In so einem Gewächshaus. Mit Tannenbaum. Echt, also ehrlich. Ich hole euch gleich nochmal näher ran, wenn ich euch das Video zeige, damit ihr das auch echt sehen könnt. Oben Lichterkette mit Kugeln und also ganz ehrlich. Birgit, du hast dir so unfassbar viel Arbeit gemacht. Und ich weiß, dass auch du einen kleinen Wichtel hattest, der dir geholfen hat. Aber was ihr zwei da auf die Beine gestellt habt, das ist einfach ohne Worte, wirklich. Das sind alles noch Fotos aus dem Entstehungsprozess. Hier, das seht ihr auch gleich nochmal im Video. Hier sind schon die Socken am Kamin. In dem Video wird es gerade hergestellt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich, wirklich der Hammer. Und da seht ihr das Galax-Regal, den Tannenbaum. Da sind auch ein paar kleine Geschenke. Und hier ist, seht ihr das? Da ist so ein richtiges Fenster, dekoriert weihnachtlich. Das sehen wir gleich im Video auch nochmal von außen. Das ist wirklich, wirklich der Knaller. Da ist das Fenster von außen nochmal als Foto. Das ist so ein bisschen von oben da reingeguckt. Oh, es findet sich garantiert noch bei der Post. Ist ganz bestimmt. Ansonsten fahre ich alle DHLs hier. Es ist in Bremen. So weit sind wir ja schon. Es hätte ja Donnerstag schon zugestellt werden sollen. Also ist es auf jeden Fall hier. Ich werde es finden. Ich schwör's dir. Und dann haue ich denen das. Nein, das nicht. Ich haue denen was anderes um die Ohren. Weil er es nicht gebracht hat. Aber ich bin so, so, so sprachlos. Das ist so schön. Da jetzt seht ihr das Video. So geht's, glaube ich, ganz gut. Da seht ihr das mit dem Kamin. Der bisschen Bastelplatz, das Fenster. Tannenbaum, das Galax, echt zuckersüß. Der Arbeitsplatz, da möchte man sich doch gleich hinsetzen und loslegen, ehrlich. Da unten gibt es noch eine Schatztruhe, da lugt auch schon so ein Schoko-Ding hervor. Bisschen eingeklemmt unterm Tisch. Wunderschön, schreibt Karin. Ja, das ist es auch. Und da ist gerade das Helferlein, was das flechtet
die Aufhängung für den Strumpf. Also, so liebevolle Handarbeit und so liebevoll, kleinteilig, süß. Ich weiß gar nicht, ich habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Aber ich bin wirklich, wirklich happy. Da, Reste, da ist sogar was drin. Einfach so mega schön. Da sind schon zwei Rollen von dem Band, seht ihr das? Auf dem einen Foto war nur eine Rolle. Da ist noch eine zweite Rolle dazugekommen. Sehr, sehr süß. Und dann kann man hier von hinten tatsächlich durch dieses Fenster dekoriert, weihnachtlich, kann man richtig da reingucken. Da kann man den Wichtel sogar ein kleines bisschen sehen. Süß, oder? Ich bin wirklich so sprachlos. Ja. Birgit, ich habe versucht, meine Bewunderung für dein Werk schon in der WhatsApp-Nachricht zum Ausdruck zu bringen. Ich bin echt sprachlos und wie gesagt, ich hau hier jeden Platt, bis ich dieses Geschenk in meinen Händen habe. Und ja, ich würde es gern hier behalten, aber das geht nicht. Ich muss es wieder auf die Reise schicken und ich hoffe einfach, dass es dieses Mal etwas reibungsloser weitergeht. Und ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen / euren Beitrag zum Wichteln. Dankeschön. So, so, so schön. Schon fertig? Krass. Das waren 12 von 15 Live-Geschenken und 3 virtuelle. Wow. Ja, krass. Sehr schön. Dann, so schnell geht's. Ich liebe mein Weihnachtswichteln, ganz ehrlich. Wir machen das jetzt im dritten Jahr und ich bin jedes Mal wieder total sprachlos, was für schöne Werke entstehen, was auch einfach mit den wenigen Vorgaben, die manchmal einfach geschrieben werden, was da ausgesucht wird und wie viele Gedanken sich jemand macht um die Angaben, die gemacht werden. Und ja, ich finde das einfach total schön, dass ihr das so annehmt und dass ihr da so Bock drauf habt und dass ihr genauso viel Freude habt wie ich. Und ja. Es gibt immer so Geschenke, die sind so richtige Highlights. Dieses Jahr ist es also definitiv bastelreich einer SU-Demo. Vor 2 Jahren hatte einen Weihnachtsmarkt auch in so einer Szene aufgebaut mit Männchen und Buden und Lichterketten. Und das war auch so herzerwärmend und so schön anzuschauen. Und mir geht bei sowas wirklich das Herz auf, wie viel Wärme ihr da reinlegt, wie viel Mühe ihr euch gebt, einfach da ein schönes Geschenk zu machen. Und ich kann nur von Herzen sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr mich da mit eurem Wichtelgeschenk immer wieder glücklich macht. Auch wenn ich es nur angucke und weiterschicken muss. Aber ihr seht ja, manchmal gibt es auch was Kleines für. Also, vielen, vielen lieben Dank, ihr Lieben. Das Ergebnis, die Auflösung. Der offizielle Teil unseres großen Weihnachtswichtel-Streams ist nun also beendet. Das sind alles so wunderbare Sachen. Das stimmt, Birgit. Ich finde es wirklich alles super, super schön, was bei diesen Wichteln und auch bei den vergangenen Wichteln und auch beim Osterwichteln tatsächlich immer entsteht. Ich kann auch schon sagen, mein Wichtel, meine Häsin, mein Hasi, hat Osterwichteln schon zugesagt. Wir haben es schon durchgeplant und es wird relativ früh stattfinden, nächstes Jahr tatsächlich. Ich habe die Daten nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, der komplette Februar ist der Bastelmonat und im März muss das schon hierher, denn Mitte März ist schon Hasenparty.
Obwohl 3 Wochen später erst Ostern ist, aber ich bin dann 14 Tage leider im Urlaub. Und ich komme dann erst Ostern wieder, sodass es zu kurzfristig ist. Und darum haben wir das einfach ein bisschen nach vorne geschoben. Und eingeschenkt für sich in 24 Teilen. Wirklich schöne Ideen. Danke fürs Zeigen. Ja. Also, wenn ihr Lust habt auf Hasenparty, dann stay tuned. Im Januar geht die Anmeldung für die Hasenparty tatsächlich schon los. Damit ihr eben auch wieder 4 Wochen Bastelzeit habt. Und wir eben, ich habe auch wieder Karenz eingerechnet. Und ja. Wer jetzt nicht wissen möchte, was er geschenkt bekommt, der möge jetzt bitte einfach abschalten, denn ich würde jetzt verkünden, wer welches Wichtelgeschenk bekommt. Wen das interessiert, der darf gern dranbleiben und alle anderen dürfen jetzt abschalten. Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ganz bald im neuen Jahr hören wir uns wieder. Denn ich habe es tatsächlich technisch auf die Reihe gekriegt, es wird Podcast geben. Also, stay tuned, alles Liebe, schöne Weihnachtstage und bis ganz bald. Tschüss, ihr Lieben, alle die, die gehen, die nicht wissen möchten, wer was geschenkt bekommt oder selber nicht, oder sich noch selber überraschen lassen wollen, so rum, die müssten wir jetzt abschalten. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Dankeschön, liebe. Also, mit Bianca fangen wir auch gleich an. Die Tasse in der Explosionsbox hat Bianca gestaltet und diese geht an Ramona. Viel Spaß mit der Tasse. Die liebe Heike hat den Kugelschreiber in der Box gestaltet, der hier vorhin einmal den Abflug gemacht hat, in Blau mit Braun und Schokolade dazu. Das ist ein Geschenk für unser liebes Fienchen. Die liebe Christine, ihr erinnert euch an diese kleine Lampe. Die liebe Christine hat ein Geschenk für die liebe Claudia ausgesucht. Dann hat Sonja, das ist diese Faltlampe, ihr erinnert euch, Sonjas Geschenk geht an Heike. Dann haben wir das Geschenk von der Jasmin. Das war die große Tüte mit den Bastelutensilien und diesem Explosionsboxbrett. Das bekommt die liebe Vanessa. Fienchen hat natürlich auch ein Geschenk gemacht. Fienchens Geschenk war die Kiste mit den Wichteln und dem Wichtel, wie heißen sie noch? Wichtelserviette. Und dem Katzentee. Das ist ein Geschenk für die liebe Jasmin. Claudia hat ein Geschenk gemacht. Das war das Bastelbuch mit den Seiten zum Rausreißen und sofort losbasteln. Das ist das Geschenk für die liebe Birgit. Christina hat die Laterne gebastelt und die Teelichter verpackt, zusammen mit Naschis. Das bekommt die liebe Anja I. Jetzt wollte ich gerade schon weiterreden. Entschuldigung. Wir haben so viele Anjas, wir sagen immer automatisch den Nachnamen gleich mit. Von daher also Anja I. Entschuldigung. Ramona hat ein Geschenk gemacht. Das war die Tüte mit dem Wichtelzauber. Diese Tüte geht an die liebe Nathalie. Das habe ich mir schon gedacht. Guck mal, ich sage schon mal Dankeschön. Genau, also Wichtelzaubertüte geht an Nathalie. Nathalie wiederum, die Holztruhe mit dem Tee und den Kalender mit den 100 Sprüchen, den kann ich mir Gott sei Dank noch ein paar Mal angucken. Der bleibt nämlich hier in der Nähe von Bremen, der geht zu Bianca. Dann lade ich mich einfach auf den Tee ein und dann lesen wir ein paar Sprüche. Was hältst du davon? Das finde ich total gut. Genau, Vanessa hat den Weihnachtsmarkt to go gehabt und der geht zu Christina. Und dann haben wir noch die liebe Jennifer, die hat die bestickten Handtücher und das Badezeug gemacht. Das geht an die liebe Sonja. Jetzt habe ich hier nebenbei gerade gelesen, leider habe ich akustisch nicht verstanden, wer mein Geschenk bekommt. Ich schaue noch mal lieber nach. Heike, dein Geschenk bekommt Fienchen, sie heißt Daniela.
Meine liebe Downline zweite Ebene, Fienchen. Daniela. Genau. Bleibt auch hier in der Nähe. Daniela wohnt nämlich in Raststede. Weil die heute Geburtstag hat. Jawohl, immer noch. Und ich habe sie tatsächlich vorhin schon irgendwo gesehen. Sie luschert vielleicht. Also herzlichen Glückwunsch. D. Daniela. Genau. Fienchen. Ich nenne sie immer Fienchen. Weil wir so viele Danielas und so viele Anjas haben, haben wir immer, Tanjas haben wir auch ganz viele, haben wir immer ganz viele Spitznamen. Und Daniela ist Fienchen. Genau. So. Dann sind wir auch schon durch. Ihr Lieben, ich wünsche euch von Herzen frohe Weihnachten. Habt ein paar schöne Tage. Und sollte es euch genauso gehen, und ich weiß, einigen von euch geht es genauso wie mir, wünsche ich euch einfach eine schöne Auszeit und dass ihr wirklich einmal runterfahren könnt von dem Stress der letzten Wochen. Habt entspannte Stunden, habt schöne Stunden, habt friedliche Stunden mit euren Lieben. Denkt dran. Jeder kann sich sein Weihnachten jedes Jahr wieder neu gestalten. Denkt nochmal an die schöne Weihnachtsgeschichte. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr mit guten Vorsätzen, mit Lust auf ein neues Jahr. Und wir hören und sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.